Der Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. In Aleppo sollen immer noch Tausende ausharren und auf die Evakuierung warten. Woran liegt es, dass die Fahrten mit den Bussen aus der Stadt immer wieder gestoppt werden? Es liegt nicht nur daran, dass sich Rebellen und die syrische Regierung gegenseitig vorwerfen, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Es liegt auch daran, dass es nicht nur um Aleppo geht, sondern auch um zwei Orte im Nordwesten Syriens, in denen Rebellen angeblich regierungstreue Zivilisten festhielten. Die sollen auch rausgebracht werden, fordert der Iran, der neben Russland an der Seite Assads kämpft. Zu viele Kriegsparteien mit zu vielen Interessen. Das macht diesen Krieg so ausweg- und erbarmungslos. Und wenn die Menschen zwischen den vielen Fronten nicht erschossen werden, so drohen sie jetzt zu verhungern und zu erfrieren. Volker Schwenk. Am Morgen fuhren die Busse vor. Eine neue Vereinbarung sei in Sicht, hieß es aus Damaskus. Doch bis zum späten Abend warteten Tausende in den einstigen Rebellenvierteln vergebens, wie schon gestern. Weil kein unabhängiger Journalist im Osten Aleppos sein kann, nutzen wir Bilder von Oppositionsaktivisten. Die sind nicht unparteilich, aber sie zeigen wenigstens ansatzweise, was passiert. Assad und der Iran sind an allem schuld, sagen die beiden. Wir sind in Ost-Aleppo immer noch 40.000 Menschen. Es ist schrecklich hier. Es gibt kein Essen und es ist furchtbar kalt. Das Assad-Regime, Russland und der Iran hätten Blut an ihren Händen. Harte Worte vom scheidenden US-Präsidenten. Wir brauchen jetzt eine unabhängige internationale Beobachtermission in Aleppo. Sie soll eine geregelte Evakuierung durch sichere Korridore gewährleisten. Dabei hatte vorgestern alles so gut begonnen. Zwischen 6.000 und 9.000 Menschen konnten die belagerten und zerbombten Ruinen Ost-Aleppos verlassen. Für manche war es ein Wiedersehen nach langer Trennung. In der Region Idlib kommen die Flüchtlinge nun unter. Hier dominiert noch die Opposition. Sie leben bei Freunden, Verwandten oder in solchen Camps. Ein paar Wertsachen haben sie vielleicht retten können, das meiste blieb zurück. Junge Männer berichten, sie seien von Regimemilizen festgehalten worden, ausgefragt und misshandelt. Wir waren etwa 800, sagt er, und jetzt fehlen viele. Wir wissen nicht, wo sie sind. Tausende aus Ost-Aleppo wollen lieber in kalten Lagern leben als unter dem Assad-Regime. Aber nicht einmal das wird ihnen gestattet. Da ist er wieder, ganz vorne dabei. Gregor Gysi hat sich gefühlt bereits ein Dutzend Mal aus der ersten Reihe zurückgezogen und dafür auch gute Gründe vorgebracht. Als er im Juni 2015 erklärte, er höre als Fraktionschef der Linken im Bundestag auf, sagte Gysi, er habe jetzt den Zenit seines Ansehens erreicht. Genau in dem Moment soll man gehen. Nun scheint ihn offenbar innere politische Unruhe in neue Höhen zu treiben. Er hörte wohl die Signale, dass die Linken im Kampf um den Wähler zunehmend Konkurrenz von rechts außen bekommen haben. Zeit also für Gregor Gysi voranzuschreiten, jetzt als Chef der europäischen Linken. Matthias Deiß. Ein müdes Lächeln für ein schwaches Ergebnis. 67,6% Stimmen für Gregor Gysi und seine Stellvertreter. Dabei war der neue Vorsitzende ohne Gegenkandidaten angetreten und hat in seiner Bewerbungsrede viel dafür getan, Stimmen aus ganz Europa zu sammeln. Was machen wir heute mit Südeuropa? Wir bauen es ab. Wir sparen es kaputt, wir kürzen die Löhne, die Renten, die Sozialleistungen. Wo bleibt der Marshallplan für Südeuropa? Das sind wir Deutsche, gerade dem Süden Europas, schuldig in Anbetracht unserer Behandlung nach 1945. Der griechische Ministerpräsident Tsipras hatte Gysi unterstützt. Beide wissen, außer in Griechenland haben sich Europas Linke von Rechtspopulisten den Rang als treibende Protestkraft ablaufen lassen. Tsipras koaliert sogar mit ihnen. Trotzdem will er sie europaweit bekämpfen. Ja, wir müssen europaweit zusammenarbeiten, um die Gefahr und das weitere Erstarken der extremen und populistischen Rechten zu blockieren. Aber wie? Die Antwort fällt den Linken, die bei Landtagswahlen selbst schon Stimmen an die AfD verloren haben, weiter schwer. Klare Kante gegen rechts zeigen sei das erste Gebot, meint Bernd Rixinger.
Das reicht aber nicht aus, sondern man muss natürlich die sozialen Ursachen angehen, für eine andere Politik werben. Und im Kern muss man den sozialen Nährboden austrocknen, indem man Politik macht, die den Wohlstand für die meisten Menschen wieder erhöht. Nun also soll es Gysi richten. Der schob heute die Verantwortung für das Erstarken rechter und rechtspopulistischer Kräfte Kanzlerin Merkel zu. In Deutschland sei es deshalb auch die Aufgabe ihrer Partei, der AfD, die Stimmen wieder abzunehmen. Die Aufgabe der Union ist es, eine konservative Partei zu werden und den konservativen Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD zu integrieren. Rücktritt vom Rücktritt, zurück auf der Bühne. Gregor Gysi macht weiter. Die Türkei kommt nicht zur Ruhe. Wenige Tage nach dem Doppelanschlag von Istanbul gab es heute erneut ein Attentat. Die Nachricht mit Linda Zavakis. Ziel des Anschlags waren erneut die Sicherheitskräfte. Mindestens 13 Soldaten wurden getötet. Das Attentat ereignete sich in Kayseri in der Zentraltürkei. Die Regierung vermutet die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hinter der Tat. Gerade mal eine Woche nach schweren Bombenanschlägen in Istanbul wurden bei einem Selbstmordanschlag in der zentraltürkischen Stadt Kayseri erneut viele Menschen getötet. Wie in Istanbul waren auch in Kayseri Sicherheitskräfte das Anschlagsziel. Ein Selbstmordattentäter zündete eine Autobombe neben einen mit Soldaten besetzten Bus. Für die türkische Regierung steht hinter diesem Anschlag die als Terrororganisation eingestufte, verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Zu den Anschlägen in Istanbul vor einer Woche hatte sich die TAK, eine Splittergruppe der PKK, bekannt. Anschläge wie dieser werden nicht dazu führen, dass wir unsere Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus verringern. Allein in diesem Jahr hat es in der Türkei 26 größere Terroranschläge gegeben. Zu Jahresbeginn war eine deutsche Reisegruppe in Istanbul das Ziel von Terroristen. Die Veröffentlichung vertraulicher Akten aus dem NSA-Untersuchungsausschuss geht möglicherweise auf eine undichte Stelle im Bundestag selbst zurück. Zunächst war der Verdacht auf Hacker gefallen. Nach einem Spiegelbericht sind die Sicherheitsbehörden des Bundes nunmehr davon überzeugt, dass es kein Hackerangriff war. Wie die Bundestagsverwaltung dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte, wird jetzt intern nach einem Täter gesucht. Die Unterlagen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss waren Anfang Dezember bei WikiLeaks veröffentlicht worden. Die Berliner Polizei hat einen 27-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine Frau in einer U-Bahn-Station brutal angegriffen zu haben. Die Tat hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Der Bulgare soll Ende Oktober der Frau in der Station Hermannstraße ohne erkennbaren Grund in den Rücken getreten haben. Die 26-Jährige stürzte eine Treppe hinunter und brach sich einen Arm. In Warschau haben am Abend erneut zahlreiche Menschen gegen das geplante Mediengesetz protestiert. Die Regierung will die Arbeit von Journalisten im Parlament deutlich einschränken. EU-Ratspräsident Tusk appellierte an die polnische Führung, die Verfassung, die Bürger und die demokratische Praxis des Landes zu achten. In der vergangenen Nacht hatten Demonstranten über mehrere Stunden die Ausgänge des Parlaments versperrt. Jeder von uns hat eine genetische Mutter und einen genetischen Vater. In britischen Laboren könnten künftig aber Embryos erzeugt werden, die drei Eltern haben. Also das Erbgut von einem Mann, einer Frau und ein bisschen auch noch von einer weiteren Frau. Sie liefert den gesunden Teil einer Zelle, die bei der anderen Frau eine tödliche Krankheit transportieren würde. Eine neue Methode der künstlichen Befruchtung macht das möglich und ist nun in Großbritannien weltweit zum ersten Mal ausdrücklich erlaubt. Aber ist es deshalb auch richtig? Medizinische Errungenschaft oder nächster Schritt zur Menschenzucht? Hanni Hüsch berichtet aus London. Er hat die volle Liebe und Aufmerksamkeit seiner Eltern. Rund um die Uhr muss der kleine Maxwell versorgt werden. Er kann nicht eigenständig atmen, sich nicht bewegen. Der Fünfjährige leidet unter einem seltenen, nicht heilbaren Gendefekt der Mitochondrien. Das sind diese winzigen Organismen, die die menschliche Zelle mit Energie versorgen. Er ist mein Sohn. Ich liebe ihn. Wir haben ihn in diese Situation gebracht und ich werde für ihn sorgen bis zum letzten Atemzug.
Hier in Newcastle haben sie Jahre geforscht, um Eltern und Kindern solches Schicksal zu ersparen und am Ende eine Methode entwickelt, die die Übertragung der Erbkrankheit verhindern soll. Als sogenannte Drei-Eltern-Methode macht sie Schlagzeilen und so funktioniert's. Aus der Eizelle einer Frau, die an der Fehlbildung der Mitochondrien leidet, wird der Zellkern mit dem Erbgut herausgelöst. Dieser wird dann in die entkernte Eizelle einer gesunden Spenderin eingesetzt. Das so gezeugte Kind trägt also Erbanlagen von drei Personen in sich, auch wenn der Anteil der Spenderin gering ist und das Kind die Charakteristika seiner Eltern aufweist. Medizinische Revolution oder doch ein Dammbruch hin zum Designer-Baby? Bereits vergangenes Jahr winkten beide Häuser des Parlaments das Verfahren durch. Jetzt gab auch die Kontrollbehörde grünes Licht. Dieses Verfahren gilt nur für eine begrenzte Anzahl von Patienten, die keine andere Möglichkeit haben. Es ist weltweit das erste Mal, dass die Spende von Mitochondrien offiziell erlaubt wird. Auch wenn die Methode bei Emma Smith nicht anwendbar ist, sie hat doch mitgekämpft, dass das Drei-Eltern-Verfahren legalisiert wird. Ein Riesenglück für betroffene Eltern, sagt sie. Ihres kam ungeplant und unerwartet und heißt Emma-Ria, Maxwells kleine Schwester. Emma-Ria ist gesund und munter, allerdings trägt auch sie den Gendefekt in sich. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga denkt vor Weihnachten noch keiner so richtig an Besinnlichkeit. In der englischen Woche trifft Bayern München am kommenden Mittwoch auf den starken Aufsteiger Leipzig. Und der hat heute schon was fürs eigene Selbstbewusstsein getan. Ocker Gundel. Ja, Karin, genau so ist es. Nach der allerersten Niederlage in der Bundesliga am vergangenen Wochenende gegen Ingolstadt hat sich Leipzig eindrucksvoll zurückgemeldet und das Spitzenspiel gegen Hertha absolut verdient gewonnen. Und mit ein bisschen mehr Fortune hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können. Hertha hatte keine Chance. Das sah auch Trainer Dardai so, der nach dem Spiel sagte, heute war nichts drin für uns. Kein Punkt, kein Etwas. Leipzig war zu schnell für uns. Und was soll man sagen? Genau so war's. Es ist eine beeindruckende Demonstration der Stärke. Aufsteiger RB Leipzig holt sich gegen Hertha die Tabellenführung zurück. Und wie? 40 Minuten lassen sie der alten Dame aus Berlin kaum Luft zum Atmen. Dann schlägt Werner zu. Timo Werner, 9. Saisontor. Der hatte nach seiner Schwalbe viel Kritik einstecken müssen, wollte heute nicht vor die Mikrofone, ließ dafür dieses Tor sprechen. Auf der Tribüne jubelt Red Bull-Chef Dietrich Mateschütz. Wenn der Boss im Stadion war, hatte RB immer gewonnen. Zweite Hälfte, Hertha findet offensiv nicht statt. Ecke Forsberg, 2-0 Torschütze Orban. In der 62. Minute köpft er das Siegtor abenteuerlich geradezu. Die Verteidigung der Berliner, Willi Orban, kommt völlig frei zum Kopfball. Und Hertha, eine richtige Chance haben sie das ganze Spiel nicht. Das hier, der eingewechselte S-Wein kurz vor Schluss. Das war's. Die Mannschaft von Ralf Hasenhüttl bleibt zu Hause ungeschlagen und freut sich auf das Gipfeltreffen gegen die Bayern am Mittwoch. Wenn wir da was holen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich auf die heutige Leistung sogar noch mal was draufpacken. Aber ich traue den Jungs im Moment sehr viel zu und deswegen freuen wir uns auf das Spiel am Mittwoch. Ein Spiel, das ganz Deutschland elektrisiert und wir, sagen sie hier in Leipzig, sind glücklich, Teil davon zu sein. Ja, und ein Teil des Abstiegskampfes in der Bundesliga ist der HSV. Der Trainerwechsel von Labbadia zu Gisdol hatte erst so gar nicht gezündet. Zuletzt aber gab es dann doch zwei Siege in Folge. Da kann man schon von einer Miniserie sprechen, die allerdings heute dann auch direkt schon wieder gerissen ist bei der Niederlage in Mainz. Und es war ganz genau ein Mainzer, der die Hamburger quasi im Alleingang wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Der kleine Hamburger Höhenflug ist schon wieder vorbei. Und hauptverantwortlich dafür ist dieser Mainzer, Danny Latzer, mit einem Dreierpack im 33. Bundesligaspiel. Ich bin ein bisschen auch sprachlos. Sowas hat man nicht alle Tage. Ja, ich bin überglücklich. Eigentlich geht es gut los für die Hamburger. Bobby Wood mit der Führung in der 21. Minute. Dann kommt Latzer zu seinem ersten Bundesligatreffer überhaupt. 35. Minute, 1:1, auch der Pausenstand. Danach geht die Latzer-Show weiter. Das 2:1 in der 56. Minute. Das Spiel ist gedreht und Danny Latzer dreht weiter auf.
3:1, 67. Minute. Danny Latzer holt den HSV auf den Boden zurück nach einer turbulenten Woche. Ja, natürlich haben wir einen sportlichen Aufschwung in den letzten Wochen herbeigeführt. Und das tut natürlich nicht gut, wenn dann immer wieder Störfeuer kommen. Aber ich habe jetzt die große Hoffnung, dass mit Herbert Buchhagen einfach ein erfahrener Mann auch da ist, dann der die notwendige Ruhe in unseren Verein bringt. Ihm kann das egal sein, dem Dreierpackmann des Tages. Und das hier sind die weiteren Ergebnisse. Im Abendspiel feierte Wolfsburg beim 1:0 gegen Frankfurt den ersten Heimsieg. Außerdem Schalke, Freiburg 1:1, genauso Bremen gegen Köln. Augsburg schlägt Mönchengladbach mit 1:0. Bereits gestern trennten sich Hoffenheim und Dortmund 2:2. Morgen dann noch Darmstadt gegen München und Leverkusen hat Ingolstadt zu Gast. Der Blick auf die Tabelle: Leipzig mindestens bis morgen Nachmittag Spitzenreiter. Dahinter Hoffenheim und Berlin punktgleich. Frankfurt verpasst den Sprung auf Platz 3, die zweite Hälfte. Freiburg vor Schalke, Augsburg und Mönchengladbach. Bremen 14. Der HSV auf dem Relegationsplatz. Ingolstadt und Darmstadt auf den Abstiegsplätzen. Ja, und dann sind wir auch schon beim Wintersport. Beim Biathlet Simon Schemp zeigt die Formkurve nach oben. Als Vierter verpasste er beim Verfolgungsrennen in Nove Mesto nur um Zentimeter das Podest. Ganz oben stand, wie so oft, der Franzose Martin Fourcade. Bei den Frauen war Franziska Preuß auf Platz 6, beste Deutsche vor Laura Dahlmeier. Dreifacher Erfolg beim Weltcup der nordischen Kombinierer im österreichischen Ramsau. Ganz oben Johannes Rützek vor Fabian Riesle und Erik Frenzel. Nach dem Springen führte Frenzel 100,5 Meter, der weiteste Flug der gesamten Konkurrenz. Auch auf der 10-Kilometer-Strecke führte der Olympiasieger bis zum letzten Anstieg kurz vor dem Ziel Rützek und Riesle vorbeiliefen. Johannes Rützek war dann auf der Zielgeraden der Stärkste. Durch seinen dritten Weltcupsieg in dieser Saison führt er auch weiterhin in der Weltcup-Gesamtwertung. Tja, 3 Siege in Folge. Etwas, das im Lotto ziemlich sicher nie passieren wird. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 6, 24, 28, 29, 34, 35. Die Superzahl ist die 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. So, morgen ist der 4. Advent und da stellt sich die Frage, stellt sich das weiße Weihnachtswetter weiterhin so bockig an, Claudia Kleinert? Ja, Karin Mioska, es ist ziemlich bockig. In Bayern sieht man zumindest mal ein bisschen was Weißes. Und oberhalb von 500 Metern wird es dort sogar Schnee geben können. Ansonsten ist es viel zu warm. Und das war es den ganzen Dezember schon, und zwar vor allem in den mittleren Höhenlagen. Todtmoos im Schwarzwald beispielsweise. Durchschnittliche Höchsttemperatur im Dezember bisher 9,1 Grad. In Konstanz am Bodensee 3,2 Grad. Wir haben es mit einer Inversionswetterlage zu tun. Das heißt, die kalte Luft hängt unten, darüber wärmere Luft. Und deswegen in den mittleren Höhenlagen viel zu warm. Im Flachland war es dagegen ein bisschen zu kalt. Und wir bleiben unter Hochdruckeinfluss, auch wenn sich morgen mal so eine kleine Front dazwischen schummelt. Das heißt, der Norden und Nordosten bekommt ein bisschen Regen ab. In Bayern wird sogar Schnee grieseln und oberhalb von 500 Metern ein paar Flocken geben. Aber so viel, dass es bis Heiligabend reichen würde und richtig schön weiß werden würde, das ist nicht drin. Jetzt in der Nacht breitet sich aus Nordwesten Regen aus. Von Nordrhein-Westfalen bis zur Ostsee regnet es jetzt bereits. Und Richtung Oberfranken, Mittelfranken und Oberpfalz kann es sogar ein bisschen Schneegriesel und Glätte geben, eben durch gefrierende Nässe auch. Sonst bildet sich im Süden wieder Nebel oder breitet sich aus. Die Temperaturen liegen in Bayern meist bei -1 bis -4 Grad. Ansonsten sind es morgen früh bis zu 6 Grad. Von Nordwesten kommt sogar eher etwas mildere Luft herein. Morgen Vormittag dann Nebel, Hochnebelfelder, kaum Sonnenschein, viele dichte Wolken. Der Regen kommt nach Süden voran, genauso auch der Schnee. Im Erzgebirge kann es glatt werden, genauso auch in Bayern und Oberpfalz. Von 500 Metern sind eben, wie gesagt, Flocken dabei. Da Glätte durch ein bisschen Schnee. Ähnlich sieht es am Nachmittag aus. Und von Nordwesten kommt dann auch mal die Sonne raus. Die Temperaturen schaffen es in Bayern gerade mal auf 0 bis 2 Grad. Im Süden Baden-Württembergs 3 Grad. Sonst meist 4 bis 8 Grad bei überwiegend schwachem Wind aus westlichen Richtungen. Ich kurz fast den Faden verloren. Und am Montag geht es dann weiter mit vielen Wolken, kaum Sonnenschein. Dienstag von Südwesten her deutlich freundlicher. Dann allerdings sinken die Temperaturen zumindest vorübergehend etwas. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Vom Wetter gehen wir direkt zum Wort zum Sonntag. Das gibt es jetzt hier im Ersten. Und uns gibt es natürlich morgen wieder. Ihnen eine gute Nacht.